Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CropFM. Desert Greening durch integrale Umweltheilung ist das Thema der heutigen Sendung und mein Telefongast ist Majid Abdelaziz. Natürlich gibt es auch heute wieder den CropCom, jenen Live-Chat, mit dem sich Zuhörer dieser Sendung direkt am Gespräch beteiligen können. Erreichbar über die Website von CropFM, CropFM.at, CropFM.at und dann oben auf CropCom klicken. Seht diesen Chat ein und gebt die Fragen vor allem im zweiten Teil der Sendung dann sehr gerne an den Studiogast weiter. Einen Newsletter, den kann man bestellen, ebenfalls über die Website cropfm.at. Man kann mir sehr gerne mailen, cropfm@mur.at oder vom Link von der Startseite aus. Diese Sendungen landen alle in einem Archiv, wo man sie dann als MP3 oder Real Audio Datei herunterladen kann, beziehungsweise erscheint das Ganze auch als Podcast. Und man kann die einzelnen Sendungen auch verlinken, was mich immer wieder sehr freut, wenn man das in Foren und so weiter tut und so weitere Hörer auf die Sendung und Hörerinnen auf die Sendung hinweist. Das Forum wird betreut von Valadur Unarmed, Wingman und Eraser und befüllt mit vielen spannenden Artikeln von den Hörerinnen dieser Sendung. Das Coverbild heute wieder gestaltet von Matthias Töpfer, wie immer großartig gelungen, danke an Matthias. Und last but not least, der Spenden-Button findet sich auch relativ weit oben auf der Startseite. Man kann jetzt auch per PayPal spenden und ich bedanke mich an dieser Stelle natürlich wieder bei allen, die diese Gelegenheit schon wahrgenommen haben. Child, ein Vortrag über neueste Untersuchungsergebnisse, ganz passend eigentlich zur letzten Sendung. Ein Artikel auf Grenzwissenschaft aktuell erschienen. Zürich, Schweiz. Von einigen Forschern wird er als einer der außergewöhnlichsten Funde auf dem Gebiet der Präastronautik, Ufologie, Archäologie und Anthropologie bezeichnet. Während Kritiker darin lediglich eine deformierte Laune der Natur sehen. Die Rede ist vom sogenannten Star Child Skull. Eine DNA-Entnahme im Jahr 2003 war zwar erfolgreich, konnte aber nur mitochondriale DNA zutage fördern. Doch nun verkündet Lord Pye, der Leiter des Starchild Projects, dass es durch die neuartige Shotgun-Methode nicht nur gelungen sei, eine Probe nuklearer DNA zu bergen, sondern dass auch der Nachweis des außerirdischen väterlichen Ursprungs möglicherweise in greifbare Nähe gerückt sei. Sicher sehr spannend. Mal sehen, was da rauskommt. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch interessant, ein neues Webportal zum Thema Atlantisforschung. Atlantisforschung.de. UFOs tampered with nuclear missile site. Washington, USA, 7 ehemalige Offiziere der US-Luftwaffe versammelten sich ja, wie in der vorigen Sendung erwähnt, am 27. September im Washingtoner National Press Club.
um von ihren UFO-Sichtungen über militärischen Atomanlagen zu berichten. Grenzwissenschaft aktuell in Zusammenarbeit mit exopolitik.org hat die kompletten Videomitschnitte der Pressekonferenz im englischen Original veröffentlicht und auch eine deutsche Übersetzung ist bei Exopolitik Deutschland in Arbeit. In Zusammenhang folgende interessante Meldungen. UFO in Sicht, chinesischer Flughafen geschlossen, und zwar erschien das auf Yahoo. Und demnach soll gestern erneut ein Flughafen in China geschlossen worden sein, da ein unbekanntes Objekt über Boutu gesichtet wurde. Und das ist bereits der dritte derartige Vorfall in diesem Jahr allein in China. Und auch anderswo passierte natürlich derartiges schon, siehe zum Beispiel 2007 in Denver. Afghan Security Force, Security Contractors Fund Taliban, das ist eine interessante Überschrift, erschienen auf BBC. All too often our reliance on private security contractors in Afghanistan has empowered warlords, power brokers operating outside Afghan government control. Democratic Senator Carl Levin, chairman of the Senate Committee, said, "These contractors threaten the security of our troops and risk the success of our mission," he added. Ja, wie, so ganz verstehe ich das nicht. Private Sicherheitsfirmen, die genau jene Kräfte unterstützen, gegen die sie das zarte Pflänzchen der Demokratie und des wirtschaftlichen Aufschwungs in Afghanistan eigentlich verteidigen sollten? Klingt wie eine Verschwörungstheorie und landet vielleicht auch bald auf einer Liste der Verschwörungstheorien. Und Anführungszeichen, die sich als wahr herausstellten, 33 conspiracy theories that turned out to be true, Jonathan Alinoff. Und das ist ebenfalls in den News verlinkt, den CropFM News nehme ich, sowie alle Artikel, die ich hier gerade angesprochen und zitiert habe, zu finden, ebenfalls auf der Startseite von CropFM, cropfm.at. Ich war schon einigermaßen überrascht, als mich vor einiger Zeit ein Hörer der Sendung anmeldete und mich auf ein Wüstenbegrünungsprojekt hinwies, das von Majid Abdelaziz seit 2005 offenbar sehr erfolgreich in der algerischen Wüste betrieben wird. Noch erstaunter war ich, als ich dann herausstellte, dass die Arbeit von Majid vor allem auf Wilhelm Reich, dessen Orgontechnologie, Viktor Schauberger und Nikola Tesla von dieser Arbeit inspiriert ist und verschiedenste Ansätze dieser Forscher in der Praxis vereint. Die drei Schutzheiligen dieser Sendung, also wenn man so will. Ich freue mich daher außerordentlich, Diplom-Ingenieur Majid Abdelaziz heute Abend live begrüßen zu dürfen und als Gast zu haben. Desert Greening durch integrale Umweltheilung, ein Projekt mit möglicherweise sehr großem Potenzial. Jetzt gleich, live auf CropFM.
Majid Abdelaziz ist in Algerien geboren, studierte in Berlin Informatik und arbeitet als Projektleiter für VW und das Fraunhofer Institut. Seit 1994 beschäftigt er sich mit den theoretischen Grundlagen der Orgonphysik sowie mit verschiedensten Ansätzen von Viktor Schauberger und Nikola Tesla. Seit 1999 hat er auch damit begonnen, diese praktisch umzusetzen, und 2004 startete die erste OROP in der algerischen Wüste, und er ist heute bei mir am Telefon zu Gast. Freue mich sehr. Hallo Majid. Ja, hallo. Grüß dich. Kannst du mich gut hören? Ja, ich kann dich sehr gut hören. Wunderbar, wir können dich auch sehr gut hören. Und wir sind alle schon sehr gespannt auf das, was du zu berichten hast von deinen Projekten. Es sind ja mehrere. 1999 schon hast du damit begonnen, dich mit verschiedenen Technologien zu beschäftigen und diese auch in der Praxis umzusetzen, vor allem auch inspiriert von Wilhelm Reich durch seine Wetterexperimente, die er in Organon, ich glaube, in den 40er Jahren durchführte. Aber du kommst ja aus der Informatik, und meine erste Frage wäre jetzt natürlich, wie kommt man denn von der Informatik zu Desert Greening? Ja, Informatik bedeutet Information einfach. Und Information, wie man weiß, Computer sind auch nur Geräte, die auch so etwas Duales haben wie der Mensch. Der Mensch hat sich beschränkt, indem er in eine duale Welt lebt. Und diese duale Welt, wie beim Computer noch beschränkter, besteht aus Strom fließt oder Strom fließt nicht, 0 und 1 sozusagen. Und der Computer kann rechnen, also diese 2 Bit hoch 2, da sind 4 und dann 16. Irgendwann mal habe ich durch mein Studium dann sozusagen mein Diplomarbeit parallele Rechnen und künstliche Intelligenz und Expertensysteme, dann kam ich so mit Quantencomputer so in Berührung damals, und ich habe dann sozusagen, die Quantenphysik hat mich interessiert, und da waren die Anfänge damals, diese 2-Bit-Theorie so zu ergänzen, doch zwei andere Informationen, Strom fließt nicht, sowohl auch wie sowohl auch nicht. Wie kann man noch zwei Informationen dazu tun einfach? Das hat man anhand der Lasertechnik genommen, indem man zum Beispiel von der Quantenphysik das bekannte Doppelspaltexperiment irgendwie zugrunde genommen hat. Und man hat gesagt, wenn man beobachtet, dann ist die Welle sozusagen Materie. Das heißt, es gibt da irgendwas Neues, ja, eine andere Information. Und anhand der Lasertechnik konnte man dann so einen Quantencomputer schaffen, das dann 4 Bit, 4 Informationen, also 0, 1, sowohl auch 0, wie sowohl auch nicht 0. Dann ist die Anfangsbasis dann sozusagen mit 4 Bit, 4 hoch 2 sind 16 und so. Und ich glaube, die Forschung jetzt hat den ersten Computer so mit 64 Bit. Das ist ganz am Anfang, also wie der Atari damals mit 2 Bit und so, ja. Und dann habe ich mir gedacht, naja, was hat Informatik mit Information, mit Relation zu unserer Umwelt? Und dann kam ich irgendwie so ein bisschen nah so in der Bioinformatik. Ja. Und dann habe ich dann mich interessiert an die Zellen, dann habe ich auch so den Pop damals auch gelesen, hat mich fasziniert, wie die Zellen untereinander kommunizieren, dann kam später dann den Emuto und dann kam der Rupert Sheldrake, und es nahm keine Ende sozusagen, ne? Und dann habe ich mir gedacht, es gibt ein anderes Wissen, eine andere Wirklichkeit. Was wir bis jetzt an den Unis gelernt haben oder in der Schule, ist ja nicht das, was wirklich die Realität dann umfasst. Man muss dann über die Grauzone gucken. Und dies taten auch so Leute wie Schauberger, wie Tesla, wie Wilhelm Reich, wie Priori, wie Lakowski. Und diese Leute, die das getan haben, waren dann sozusagen ein bisschen abseits gehalten, weil die Kenntnisse, die sie da gesehen haben und die sie da erhascht haben, diese Wirklichkeit war ganz anders als das, was man dann gelernt hat. Eins weiß ich sicher,
alles, was ich an der Uni gelernt hatte damals, die TU Berlin, war wirklich nicht jetzt den Stoff auswendig und viele Sachen und Kenntnisse, Mathematik und so, das hatte ich sowieso wiederholt alles. Das war wirklich das wissenschaftliche Arbeiten, das habe ich gelernt. Das heißt, auf beruhendem Wissen die Quellen so freilegen und dann was Neues schaffen. Und das Neuschaffen, das ist ja das Faszinierende einfach. Das heißt, eine vorhandene Information, so ein Quantensprung und dann was Neues einfach. Und da habe ich gelernt, von dem Neuen nichts sozusagen Angst zu haben, dass es mir nicht unheimlich ist. Und da kam dann tief in mir so ein Gefühl, das sich dann gefestigt hat. Jetzt mal, wenn ich so von jemandem gehört hatte, der etwas gemacht hat wie Tesla oder... Er ist ja nie erwähnt worden, so in Büchern, Schulbüchern und sowas, hat mich immer stutzig gemacht. Dann habe ich recherchiert und dann, diese Leute waren gerade interessant für mich, weil die waren wie ich, sozusagen. Ich habe das gespürt, ich konnte die verstehen. Aber es gab ja auch ein relativ dramatisches Erlebnis, dass du in der Wüste, du hattest ja einen Unfall. Kannst ein bisschen lauter reden. Du hattest ja auch ein relativ dramatisches Erlebnis in der Wüste, du hattest ja einen Unfall. Ja, ja, das war, es hat sich so ereignet. Damals war ich hier bei VW GEDAS, nachdem ich übernommen wurde von der Fraunhofer-Institut, bin ich rüber und es war ja viel zu tun, viel Arbeit. Da waren die Computer damals, die Bildschirme sozusagen, die haben so viel ausgestrahlt, da müssten wir dann immer mit klimatisierten Räumen arbeiten. Ne? Und irgendwann mal habe ich keinen Sinn gesehen an dieser Arbeit. Ich dachte, ist das wirklich mein Werdegang jetzt hier, immer so Programme und so CAD-Oberflächen zu entwerfen und. Ich wurde immer sozusagen von ihnen trauriger. Ich habe mich damit nicht irgendwie identifizieren können, ne? Und naja, dann irgendwann mal hatte ich das Glück, durch es gibt ja keine Zufälle, jemanden kennenzulernen in der Wüste, der da ein Projekt hat, eine Idee. Er wollte so Tourismus machen für wirklich Leute, die das wollen. Und er wollte nicht irgendjemand mitnehmen. Er wollte einfach so VIP-Tourismus. Und er wollte Luxus mitten in der Wüste. Dieser hieß Khirani Mohammed aus Janet. Der ist von sich in Wergla geboren. Und ich habe noch nie so jemanden gesehen, der so begeistert war von seiner Sache wie er. Also die Wüste konnte man in seinen Augen sehen, spüren. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich werde mal sehen, was ich für ihn tun kann einfach. Und es entstand eine sehr, sehr tiefe Freundschaft. Ich hatte ihn dann eingeladen nach Berlin, um hier in Berlin bei der ITB 94 dieses Projekt vorzustellen. Dann hatten wir die ersten echten Tuaregs nach Berlin geholt. Und das war das Ereignis auf der ITB, so diese blauen Männer zu sehen, in echt so ein Zelt und Visite machten und dann da ein paar Frauen waren dabei, die da gesungen haben. Und die Schönheit und diese Fierté, dieser Stolz von diesen Frauen, weil die da unten so das Matriarchat leben. Also das ist nicht der Mann und der Tuareg, der das Sagen hat, sondern die Frau. Wenn die Frau heiratet, der Tuareg zieht bei ihr ein und die Frau ist wirklich sozusagen sehr, sehr frei und die macht Musik und man kann da stundenlang darüber erzählen. Diese Leute haben mich auch damals sehr fasziniert und es war eine Ehre für mich, sie hier in Berlin dann zu empfangen. Und es entstand dann dieses Projekt, so mehrere Reisegesellschaften haben Interesse gezeigt und wir haben dann einen Flug geschartert, um denen das zu zeigen, wie das da unten passiert, wie das Leben ist und so. Und bei der Gelegenheit kam so eine Gruppe, ich glaube, das waren Russen, die wollten da unten zu Fallschirm springen und mit Diplom
verrückte Idee. Ich hatte es damals dem Kirani vorgetragen. Er fand das gut, warum nicht? Businessman, wie er auch war. Dann haben wir gesagt, okay, das machen wir. Und das war der Grund, dass wir dann das auf dem Plateau der Ijabaren einfach aufführen wollten, so mit Militärhubschrauber, um den Leuten zu zeigen, dass es auch möglich ist und dass es geht und die Höhe und alles stimmt und wie wir es haben wollten. Und bei diesem Aufstieg mit den Hubschraubern dann auf diese Tassili en Ajer, nennt man das, da hat zum Beispiel Deniken darüber berichtet, dass es da Felsmalereien gibt und dass es da so Bäume gibt, die fast 5000 Jahre alt sind. Wenn man das sieht, so solche Bäume, 5000 Jahre alt, die blühen und die tragen das Grün, das ist etwas Faszinierendes. Dann haben wir das erkundet, die Felsbilder da gesehen und wir wollten dann zurück abends in dem Camp. Und bei dieser Sache dann, ich war da, ich lasse natürlich alle Leute, wichtigen Personen einsteigen. Ich wollte mich auch da einbegeben und irgendwie habe ich das nicht gemacht, weiß ich nicht. Irgendwas hat mich dann zurückgehalten und ich habe angefangen, da so Reste von Tälern, Plastik zu suchen, die, was weiß ich, da noch zwischen den Felsen waren. Also dann habe ich gesehen, wie diese Hubschrauber dann ohne mich abhebte und ich hatte schlechtes Gewissen. Ich wollte dahin rennen und da einsteigen, aber es war schon zu spät, war schon ein paar Meter in der Luft. Und dann wollte er so ein Manöver da in, da unten war eine Falle, eine Vertiefung, so 300 Meter so. Und er wollte sich dann so ein bisschen so à la Rainbow schwingen und dann wieder hoch. Und dabei ist irgendwas passiert, kann ich nicht sagen. Also es zackte und so, wie der Johannes Groschupf das auch beschreibt in seinem Buch da, weil er dabei war und hat diesen Unfall überlebt. Er war zu 80% verbrannt. Er hat ein Buch geschrieben, der heißt, glaube ich, Mit mir da draußen. Ist auch hier über Amazon zu beziehen, wo dieser ganze Unfall dann richtig von innen her beschrieben ist. Ja? Naja, dann diese Hubschraube ist dann da unten zerschellt. Alle sind gestorben. Und ich war da unten und ich war unter Schock, wie alle anderen, die da auch waren. Ein paar Tage später, als wir dann irgendwie die Sache im Griff hatten und ich kam so zur Besinnung, da kam ein Tuareg auf mich, weil die hatten mich auf der Liste der Toten, weil ich gehörte zur Delegation, ich saß immer mit denen und es konnte ja nicht sein, dass ich einfach noch am Leben war. Dann sagte ein Tuareg zu mir, also er wollte mich trösten, ja, du bist nicht gestorben, weil die Wüste dich noch braucht. Ich habe damals gezuckt, ich sage, ich komme nie wieder in der Wüste, ja. Und bei dieser Gelegenheit, da war so eine Künstlerin, die hieß Alfron aus Berlin, die ich gewonnen hatte, eine gute Freundin von einem Freund von mir, der Physiotherapeut ist, Ingo Lasek hier. Die hatte ein Bild damals, fast 2 Meter mal 2 Meter über die Wüste für uns da, für die ITB gemalt. Es war so schön. Wir wollten uns mit einer Reise, werden sie mitgenommen einfach. Und die ist da bei dem Unfall ums Leben gekommen. Ne? Und als ich nach Berlin kam, dann habe ich sozusagen ein bisschen Trost bei Ingo gefunden und er bei mir. Und wir haben uns gegenseitig sozusagen aufgepäppelt und einen Tag, wo ich bei ihm war, ich kann mich ganz genau erinnern, sagt er, naja, kommst du mit? Er sagt, wohin? Ich bleib lieber hier, kannst du allein gehen, weil ich habe damals ungefähr 60 Kilometer von Berlin gewohnt, in, wie hieß das, glaube, Kinbaum. Und dann für mich war es dann zu spät, dahin zu gehen. In dem Abend sagt er, komm mit, es wird dich bestimmt interessieren. Er hat mich so mitgenommen und das so landeten wir so bei einer Vorlesung von Bernd Senf. Und es ging um Wilhelm Reich und Orop und Wüstenbegrünung. Und irgendwas hat sich dann bei mir getan einfach. Konnte ich nicht erklären. Aber es wie ein Fenster, das sich auftan und sagt, diese Wilhelm Reich, was ist das? Ich wollte alles über ihn wissen.
Und so war es. Dann habe ich dann Bernd Senf kennengelernt, Demeo, und dann so wurde ich nach und nach in diese Sachen dann eingeweiht. So kam ich zu Bernd Senf. Ja, faszinierend. Und jetzt machen wir einen Schwenk in das Jahr 2005. Dort hast du deine erste OROP, also Organ Operation ist die Abkürzung dafür, deine erste größere. Also du hast davor seit 1999 das schon erprobt, aber da hast du dann deine erste größere Operation gestartet, und zwar war das in El Hayuta. El Hayuta. El Hayuta, okay, in Laguat, Algerien, okay. Und ich habe, also da gibt's vom Alpenparlament gibt's da einen Beitrag, wo auch Ausschnitte aus dem algerischen Fernsehen gezeigt werden und wo du dann quasi diesen Versuch, den du 2005 gemacht hast, den ich wirklich äußerst beeindruckend finde, muss ich sagen, dokumentierst. Erzähl uns doch bitte, was da am 7.7., also mitten im Hochsommer in der Wüste, passiert ist. Ja. Ich muss ein bisschen nachholen, damit man diesen Sachverhalt dann richtig versteht, wie es war, ja. Damals wollte ich wirklich nicht ich hatte hoch wirklich Achtung von diesen Arbeiten von Wilhelm Reich, und es ist mir nie in den Sinn gekommen, ich selber so ein Gerät zu bauen oder zu bedienen, oder weil es ist sehr schwer. Und es ist auch gefährlich, mit diesem Gerät zu arbeiten. Und Demeo, der hat uns immer davor gewarnt, und Bernd Senf und so. Und dann hatte ich den Wunsch sozusagen erwähnt, weil gerade zu dieser Zeit war Bernd Senf und Demeo so in Eritrea waren tätig. Und die haben da so ein 7-Jahres- oder 5-Jahres- Programm gestartet, um Eritrea wieder grün zu machen, was auch sehr, sehr erfolgreich gewesen ist. Und innerhalb dieser 5 Jahren hat Eritrea wirklich eine immense Veränderung erlebt, wurde alles wieder grün, Staudämme und so. Und das hat mich dann bestätigt in meiner Gewissenheit, dass wir was für Algerien tun. Dann haben wir zu dritt ein Memorandum dann geschrieben, dass ich dann alles mit Kontakten und so, wo ich, das ist ja meine Stärke, Kontakte zu schaffen, und was ich auch später getan habe. Aber in Algerien zu der Zeit fing es an, richtig stärker zu werden mit dem Terrorismus. Und ich wollte mit Demeo die Operation in der Wüste bei Janet machen, wo der Unfall war. Dann habe ich Zugang zu einem Minister, Herr Belayat, damals. Der war für, glaube ich, Landschaftsminister oder sowas. Der hat mich empfangen, er hat auch Interesse gezeigt. Aber er hat gesagt, warum sollen wir das in der Wüste machen? Warum machen wir das nicht im Norden? Er hat gesagt, wieso? Er hat gesagt, wir haben ein immenses Problem bei Marokko. Also Oran liegt in der Nähe von Marokko, Tlemcen auch. Und da war diese Atlasgebirge, und da kamen Wolken, und die haben sich dann von der anderen Seite abgeregnet. Das habe ich auch dem Demio einfach vorgetragen. Und ab da, irgendwie wollte er das nicht. Er hat immer dann gesagt, nee, Terroristen will er nicht, und er hatte Angst. Wir haben noch ein bisschen den Druck verstärkt, wir haben ihm Garantien so, Sicherheiten und so. Er wollte das nicht machen, aber ich hatte jetzt öffentlich in Algerien gesagt, wir machen das. Und der Minister fragte mich, du bist doch Ingenieur? Habe ich gesagt, ja. Du hast doch hier einen Vortrag gehalten, du weißt ja ganz genau Bescheid, du hast uns erklärt, wie das funktioniert und sowas. Kannst du das nicht allein machen? Er hat gesagt, natürlich kenne ich das, aber es ist besser, wenn der Meister dabei ist. Und dann haben wir ihm dann die Tickets bezahlt, habe ich ihm auch 10.000 Mark damals auch rübergegeben, damit er da von Amerika kommt. Naja, und dann hat er mich sozusagen fallen lassen. Und ich musste dann wirklich gezwungenerweise das machen. Und um die Sicherheit gewährleistend zu haben, müsste ja eine Fremde dabei, eine Étranger, wie man sagt, so eine Ausländer. Dann hatte ich damals ein gewisser Herr Wolf, der auch so Biophysiker ist und sowas. Und ich habe gesagt, kommst du mit, ich will da was machen, wir waren befreundet.
Und er hat mich begleitet, ja, da zu diesem Tlemcen-Experiment. Wir haben in Tlemcen gearbeitet mit der Regierung und es kam zum Regen und die Deblockade so bei diesem Atlasgebirg. Und sozusagen, ich habe das da gelernt, sozusagen. So, ich bin ins Wasser gefallen, ich habe das Schwimmen da. Ich kannte die Theorie. Die Theorie war, wie man sagt, man versteht alles, aber nichts funktioniert. Die Praxis ist funktioniert, man versteht nicht wie. Aber da ich von der Theorie in die Praxis kam, irgendwie kam es in Synthese, wo in mir dann so etwas geboren ist, ja, du bist dafür geschaffen, du kannst das. Und das war im, wann war das? In welchem Jahr war das? Es war August, also 18. August 1999. Okay, also das waren die ersten Versuche. Und dann ja, hast das du war der erste Versuch. Ja. Und als ich das kannte, als ich das gemacht hatte, gab es dann so einen Zwischenfall mit den Leuten, weil es waren wirklich kluge Köpfe, die mich begleitet haben. Und das gab dann einen Regierungswechsel, der Bouteflika, jetzige Präsident, kam, dieser Minister ging weg und der neue Minister, Herr Attar damals, hat gefragt, ja, ich habe gehört, es gibt da was und so können wir nicht weitermachen. Die Leute, die mich begleitet haben, haben gesagt, nee, das ist ein Scharlatan, es hat nichts funktioniert, es gab nichts, obwohl da der Regen kam und so. Die haben ihm einen falschen Film gezeigt. Und später habe ich diesen Minister persönlich getroffen und ich habe mich mit dem unterhalten. Dann hat er mir erklärt, dass derjenige, der ihm das gesagt hat, der ist damals ernannt worden zu dem wichtigsten Mann in Algerien, der die Entsalzungsgeräte beschaffen sollte. Das waren ja viele Aufträge. Und das war ja klar, dass da eine Lobby gegen diese Geschichte war. Das heißt, die haben dann das verneint, obwohl dieser wirklich hochangesehene Sekretär in meinem Film, was ich selber gedreht habe, habe ich auch im Internet gestellt, wo er selber tanzt und sagt, es regnet, die Operation ist geglückt. Ja. Und dieser Mann hat dann dem Minister gegenüber gesagt, dass es nicht funktioniert hätte. Ja, ja, das war interessant. Ja, diesen Leuten. Und dann habe ich meine Frau kennengelernt durch Zufall. 2000 haben wir geheiratet, die kam nach Berlin, dann kam dieser berühmte 2003, wo viele Menschen in Paris durch Hitze und so, und dann es fing an wirklich so in Richtung Katastrophe zu gehen für Algerien. Algerien hatte zwei oder einmal pro Woche Wasser, nachts zwischen 1 und 2 Uhr, dann ging Wasser an, dann musste man wach werden und dann die Eimer voll machen und dann die Situation hat sich noch verschlimmert und dann hat die Regierung dann erwähnt, wirklich Wasser sowie Schiffe zu importieren. Und meine Frau, die kannte mich, die kannte auch Bernsen, wir waren befreundet, wir haben immer geredet und so, und die sagte immer, ja, am Anfang hat sie das nicht ganz gut verstanden, und sagt sie, ja, ihr habt doch die Lösung, warum macht ihr das nicht? Ich habe gesagt, weißt du, das ist ja eine schwierige Sache. Damals, als ich das vorgetragen hatte beim Minister und die Leute haben wirklich mich angeguckt und was nicht sein kann, darf nicht sein oder sowas, dann sagt er, ja, ich glaube an deine Methode, warum diese, sind alles Wissenschaftler, Physiker und so, was waren da, Geometer und Mathematiker, waren wirklich kluge Köpfe. Er hat gesagt, ja, die haben eine Abneigung gegen diese Orgonphysik, wenn man Orgon sagt allein und irgendjemand hat sich dann erkundigt. Und dann hat er den auch irgendwie so infiziert mit seiner, über Wilhelm Reich, was er da gelesen hat, der Sexguru oder wie das war, oder der New Age Imperialist oder sowas. Und die anderen waren bedient. Für die war schon der Deckel zu, die wollten dann nichts mehr wissen. Ne? Ja, dann habe ich auch noch etwas drauf getan, indem ich dann gesagt habe, ja, wissen Sie, ein Schwarz-Weiß-Fernseher fragt einen Fernseher und will die Farbe wissen. Was ist zum Beispiel blau oder rot oder so? Habe ich gesagt, naja, wenn der Farbfernseher versucht, dem Schwarz-Weißen das zu erklären, er muss ihm dann sagen, blau ist zwischen grau, hellgrau, drei Viertel, was weiß ich, weiß.
Und Gelbe muss man auch so mit Mathematik irgendwie versuchen zu erklären. Dann sagt der Minister so nebenbei, ach, du bist ein Farbfernseher und die sind alle schwarz-weiß hier. Ja, dann waren sie dann natürlich beleidigt. Das wollte ich nicht, ja. Und da war ich bedient. Ich wollte dann wirklich nicht so mit Behörden oder mit Regierung oder so arbeiten, weil man blamiert sich einfach. Ja, man kann machen. Man kommt, man schafft irgendwas und es regnet, dann die Leute sagen, nee, das war Zufall. Und wenn es nicht regnet, ah, siehst du, es funktioniert nicht. Und ich wollte diesen Spiel nicht spielen. Meine Frau war aber hartnäckig und sie sagte, nee. Wir machen es nicht für die Regierung oder so, wir machen es für die Natur und für die armen Menschen da. Und ich sage, ich bin hundertprozentig hinter dir her, aber wie willst du mit so einem Stalin-Orgel da unten das machen? Und woher sollen wir das Wasser nehmen? Und wie gesagt, das lass meine Sache sein. Stalin-Orgel sagst du deshalb, weil eben diese Orgonkanonen ein bisschen ausschauen wie Flugabwehrraketen geschützt sind. Ja, ja, wirklich, ja. Ein Kriegsgerät. Und das ist im Kriegsgebiet, ist das nicht so toll, ist das nicht so klug, mit sowas herumzufahren natürlich, ne? Im Kriegsgebiet ist es natürlich nicht sehr klug, mit so einem Ding, das aussieht wie eine Stalin-Orgel durch die Gegend zu fahren, auch wenn es völlig harmlos ist. Sag ich dir, du, das erste Mal, wo ich das gebaut hatte, da sind zwei Militärflugzeuge ungefähr fünfmal über mich rumgekreist. Ja, die haben mich schon entdeckt, die haben gedacht, Terroristen oder sowas. Und ich habe gedacht, naja, wenn die schießen, dann hat sich alles erledigt. Aber die haben mich dann in Ruhe gelassen, die haben gedacht, irgendein Verrückter da mitten in der Wüste. Naja, ich weiß nicht, was die gedacht haben. Einer davon, als er abzog, hat er eine schwarze Wolke hinterlassen. Und ich habe hier einen guten Freund bei Frankfurt Oder, der war zu DDR-Zeiten MiG-21-Flieger. Das war ein MiG-21. Und dann habe ich ihm das erzählt. Er sagt, aha, schwarz. Das heißt, wenn eine schwarze Wolke hinterlässt, das heißt, wir haben dich im Auge. Ja, da habe ich gesagt, naja. Aber trotzdem habe ich weitergemacht. Und die einzige Voraussetzung, die ich dann gestellt hatte an meine Frau, wo sie sagte, wenn wir wirklich 1% an Erfolg haben, dann haben wir viel erreicht. 1%, das ist viel. Jetzt haben wir bestimmt mehr erreicht. Und damals hat sie dann dieses Grundstück, ich habe gesagt, es muss abgelegen sein und ich muss in Ruhe arbeiten und wir müssen nicht irgendwie so schlafende Hunde wecken, weil Leute, die kommen, kann man gar nichts erklären. Ne? Dann habe ich dann angefangen zu arbeiten bei der ersten Operation. Der Erfolg war sofort da. Und meine Frau, die war ja Skeptik, die sagte, okay, ich habe jetzt von Wilhelm Reich, von Bernd Sem, von Demio, wir haben uns getroffen, wir haben geredet, aber ich muss das sehen. Da habe ich gesagt, hast du recht. Und da kann man dann an diesem 7., glaube ich, ja, 7.7.2005, die erste Operation. In dem Film kann man sehen, wie meine Frau dann aus dem Häuschen da rauskommt und sagt, was machst du da, stell das ab. Es war ein bisschen zu stark, weil es war so eine große Stagnation und ab und zu mal, wenn man dann wirklich heftig arbeitet, dann kommt es auch zu sowas. Da gab es auch, glaube ich, an dem Tag in der Nacht riesige so Bällchen, so Eisbällchen sind runtergekommen. Ne? War das am 7. Juli jetzt schon? War das am 7. Juli 2005 schon? Ja, das war da. Okay. 2005, da zieht ziemlich schnell, nachdem vorher eigentlich eher, naja, es ist eher trocken und der Himmel ist eben klar und dann ziehen Wolken auf und es geht ein Sturm los. Also man kann sich das dann eher anschauen. Binnen einer Stunde eigentlich ist da schon ein ziemlicher Wind. Ja, das ist unterschiedlich. Man muss bei dieser Sache jetzt, wie Reich auch daran gegangen ist, die Erde ist eine lebendige sozusagen, ist diese nach Lovelock, diese Gaia-Prinzip. Das heißt, es gibt keinen Unterschied zwischen unserer Mutter Erde oder wir einfach. Wir haben dieselben Energien und so. Auf einer bestimmten Ebene. Vorher diese Gelände, weil wir haben es dann Anfang 2003 gesucht, gefunden, dann haben wir angefangen, den Boden zu energetisieren. Weil es hat nicht nur mit Wilhelm Reich, was ich da mache, deshalb kommen wir auch zu dieser Sendung, wo Tesla ins Spiel kommt, wo Schauberger, wo Wilhelm Reich.
Deshalb nenne ich das auch integrale Umweltheilung, Feng Shui des Himmels. Wer Feng Shui oder Watsu oder Marma oder so, weil Feng Shui stammt ja von Watsu und Marma, ist einfach eine Energie, die fließt oder die nicht fließt. Wenn die Energie fließt, dann fühlen wir uns wohl. Wenn die nicht fließt, nehmen wir dann so Akupunkturnadeln und wir deblockieren das einfach. Es gibt da bestimmte Meridiane, Punkte im Körper. Da können wir Energie reingeben, rechtsdrehend oder linksdrehend Energie rausnehmen. Da kommt auch Schauberger mit seinen Drehungen da einfach. Und die Chinesen damals haben das Tonisierung oder Sedierung genannt. Das sind andere Begriffe. Und für Dor, was Wilhelm Reich stagnierende Felder Dor nennt, haben sie Cha genannt. Deshalb kommt es auch für mich, wenn ich Tesla betrachte. Tesla wird bezeichnet als der Vater oder der Erfinder oder der Architekt der Neutrinos, der Orgonenergie oder diese Freienergie. Also bei Tesla muss ich sagen, wirklich der Name Architekt passt hundertprozentig bei dem. Und Architekten bezeichnen wir zwar Leute, die Häuser bauen. In diese Häuser fließt auch Energie oder bleibt drin stagnierend. Also das ist auch dieses Cha oder Qi-Prinzip Feng Shui hier. Aber bei Tesla, ich kann sagen, weil als er damals von seinen Skalar- und longitudinale Wellen da geredet hat, was man nicht messen kann, er war der Einzige, der das nachweisen konnte und er konnte das messen mit bestimmten Geräten einfach. Es war wirklich der Architekt und dieses Wort Architekt passt zu ihm, weil er hatte die Art, das Qi technisch umzusetzen. Deshalb Art, Qi deckt, ja. Er hat nicht Häuser gebaut, er hat das wirklich unbewusst sozusagen durch diese Architektur uns sozusagen ermöglicht. Ja. Und Wilhelm Reich hat auch so den Verdienst sozusagen, diese Orgon, diese Lebendigkeit, diese zum Beispiel, wie er durch seinen Funktionalismus die Erde betrachtet hat und die Zelle, die Bion und so, und der ist dann, sagen wir, die alten hermetischen Gesetze, so wie oben, so wie unten. Das war, es war keine Grenze. Er konnte, bevor er Satellitenaufnahmen sehen konnte vom Wetter, schon das beschreiben einfach, wie die Ströme sich organisch getroffen haben zum Beispiel, ja, Mainstream und diese Sachen. Also das ist wirklich faszinierend, was er da gemacht hat. Heutzutage sehen wir ein Wettersatellitbild, wir sehen da zum Beispiel die Fronten, wir sehen zum Beispiel diese Spirale, die sich drehen. Aber Wilhelm Reich konnte damals das nicht sehen, aber er hat es beschrieben. Er hat es richtig so gedeutet, wie wir es heute sehen. Ja, das Ergebnis ist ja wirklich sehr, sehr beeindruckend. Red mal ein bisschen lauter, das Telefon. Ja, das ist ein bisschen ein Problem hier. Ich kann nicht viel lauter. Ja. Das Ergebnis ist aber auch wirklich sehr beeindruckend, weil schon 4 Tage danach waren da wirklich, also es waren sehr, sehr starke Regenfälle mitten im Hochsommer in Algerien. Wie ging das dann denn weiter? Beschreib das noch ein bisschen, was da dann passiert ist. Ja, ich gehe ein bisschen zurück, da wo ich den Boden energetisiert war. Weil mein Gedanke war, wenn ich jetzt Regen mache und das ist Wüste, dann man muss irgendwie das so wie man der kocht. Ich koche gern und bevor ich ein Essen koche, egal was, französische Küche oder algerische oder so, weiß ich die Zutaten, weiß ich, was kommt, weiß ich, ist ganz einfach, ob Zwiebeln zuerst, ob Öl. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Zwiebeln auf die Pfanne haue und ohne Öl, was passiert? Und so diese Pragmatik sozusagen direkt mit der Natur, mit dem, was man tut, ganz anderes heranzugehen, als wenn man das Wissen von Büchern nimmt. Ja? Dann habe ich sozusagen empfunden, wenn der Regen kommt, es wird katastrophal, weil
nehmen wir jetzt eine Herdplatte, die ist heiß, ich lasse Wasser drauf. Das heißt, das Wasser kugelt sich ab und bleibt an der Oberfläche und dann macht alles kaputt. Das heißt, da müssen erstmal Schatten sein. Schatten durch Bäume. Und dann durch die Wurzeln werden dann sozusagen der Boden gelockert. Dann, wenn der Regen kommt, dann wird er aufgenommen. Dann haben wir angefangen, diese Bäume, diese Büsche sozusagen zu realisieren, indem wir dann mit dem Wasser, wir haben einen Tiefbrunnen da gemacht, und dann haben wir angefangen, so normale Landwirtschaft, dass der Boden dann energetisiert und so, dass das Feld dann sich aufbaut. Die alten zum Beispiel Druiden und die alten wie sagt man, Zivilisationen, die wussten Bescheid um diese Sachen, die haben da sich wirklich mit Sachen, was ich dann auch übernommen hatte, Steine gab es da zum Beispiel viel, und dann haben wir auch eine alte, uralte druidische Methode, indem wir die Steine genommen haben, haben wir einfach geklopft, da kommt so ein hohler Ton, und dann umgedreht einfach, ja, und das energetisiert, es gibt Punkte sozusagen, ne? Und diese Arbeit hat dann so anderthalb Jahre gedauert. Und nachdem das soweit war, dann habe ich diesen Becken da, diese Bassin da, sozusagen als Sockel, es ist nicht ein normales Becken, weil es ist ja klein und der kann ja nichts bewirken. Das heißt, es muss irgendwas da drin sein. Das ist eine rechtsdrehende Kupferspirale einfach. Du sprichst jetzt, du sprichst jetzt vom Becken der Orgonkanone, weil wir springen ja, da ja, rum. Ja, vom Becken, wo die Röhren, also da ist okay, also ein Becken da drin, kann man auch im Film sehen. Ne? Also du hast da, ihr habt dieses ganze Gebiet ein bisschen vorbereitet und ihr habt vorher schon Pflanzen gesät und angepflanzt? Haben wir sobald wir konnten, weil ja. Als wir anfingen das erste Mal, hatten wir glaube ich 350 Bäume. Und diese Bäume haben wir mit einer Zisterne versucht, sozusagen, dass die da Boden fassen. Dann kam die Heuschreckenplage, die sind dann kaputt gegangen. Und dann dachte ich, mein Gott, das ist sehr schwierig. Also ich war wirklich am Verzweifeln. Und dann dachte ich, jetzt besorge ich eine Pumpe und dann mache ich wie die Menschen. Da habe ich dann mehr Wasser verbraucht. Und dann habe ich die Notwendigkeit dann gesehen, ich muss sofort anfangen mit Klimaveränderung, Wetterbeeinflussung, Wilhelm Reich und sowas. Dann habe ich diesen Becken dann richtig transformiert, damit er hochenergetisiert wird, so durch induktive Energie. Damals der Reich hatte, um so einen Effekt schnell zu erzielen, mit Radium gearbeitet, das er dann Auror genannt hat und sowas zu seinem Cloudbuster. Das ist gefährlich, das ist nicht so einfach. Ich habe das ein bisschen abgewandelt, deshalb nenne ich das auch Skalar einfach, das ist Tesla. Dann habe ich dann diese Primärspule da in den Boden eingegossen. Dann hatte ich dann diese Batterie mittendrin aufgehoben, na, und dann arbeitet man mit diesen atmosphärischen Tension, Spannung. Je höher, umso stärker. Und das hast du mit man sieht auch in diesem Film, sieht man dann diese Antennen und auch. Ja, diese Antennen, erste Mal, da war noch nicht diese Stabilisatorin. Ich habe mit den Antennen, weil ich wusste, das wäre dann zu stark. Und es war trotzdem stark, weil, das kann man sich so vorstellen. Wenn jemand zum Beispiel einen Autounfall erlebt, der liegt da kommen die Leute und die haben so zwei Geräte, die sie ihm dann an die Brust. Und dann die geben ihm Spannung, damit er wieder zu sich kommt, ja. Und sowas musste man da machen einfach, so eine Wiederbelebung, aber intensiv. Und das habe ich dann so mit einem speziellen Gerät da, darauf will ich nicht eingehen, weil das ist wirklich, das habe ich dann einmal gemacht und dann aufgehört. Am nächsten Tag bin ich auf Wilhelm Reich dann umgestiegen und dann ist das dann sanfter. Aber diese erste, Aufwecken war wirklich notwendig, sonst wäre nichts passiert. Es gibt Leute zum Beispiel, die denken, die bauen so ein Cloudbuster, die gehen irgendwo hin und dann die machen was. Also ich sage, die haben die Hardware, aber die Software haben sie nicht, ja. Letztens rief mich jemand hier und
erzählt mir über jemanden, der die Methode so kopiert hat in Saudi-Arabien, und jetzt hat er sich da blamiert, weil er kann nach Westen, nach Osten drehen und geschieht gar nichts, ja. Weil das Wesentliche bei diesem Kopieren und sowas fehlt, das Know-how, die Software sozusagen, wie ich sage, ja. Ich arbeite ja nicht nur mit Wilhelm Eich, meine Erkenntnisse, das heißt, was ich da gefunden habe, ich habe das sozusagen verschiedene Komponenten von Tesla, von Schauberger und mit Wilhelm Reich gemischt. Ich bin nicht der orthodoxe Wilhelm Reich, wie viele, die sich hier mit Wilhelm Reich identifiziert haben, und die wollen Wilhelm Reich so wie es war benutzen und nichts ändern daran, ne? Das bin ich nicht, ich bin offen. Wenn ich zum Beispiel denke an Konrad Zuse, der den UNIVAC damals erste Computer gebaut hatte, ich glaube 1945, dieser Computer war für vielleicht 4 Stockwerke oder sowas, habe ich gehört. Ja. Und heutzutage durch ständige Veränderungen und Forschungen haben wir einen Laptop, haben wir einen kleinen Computer. Oder? Und so wollte ich einfach diese Ideen umsetzen. Ich habe gesagt, warum brauche ich einen Stausee, warum brauche ich größere Sachen? Ich muss das so klein wie möglich, und es muss überall wiederholbar sein einfach. Und auch in der Wüste. Viele Leute haben zu mir gesagt, naja, mach das nicht im Sommer. Das ist nicht gut, und die haben dagegen, was weiß ich, du wirst da nichts erreichen und. Da habe ich gesagt, wenn ich es nicht im Sommer schaffe, in der Wüste, wo es wirklich sehr heiß ist, wo der Regen dann gebraucht wird, wann denn? Warum soll ich das dann später machen? Da brauche ich nicht, da kommt ein bisschen Regen, und ich weiß, wenn ich dann das mache, dann verstärke ich das. Aber die schlimmste Zeit ist wirklich dann Juli, Juni, Juli, August, September, ja, wo nichts runterkommt, ja. Und ihr habt also, nachdem ihr das aufbereitet habt, mit offenbar Skalartechnologie von Tesla, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen, habt ihr dann angefangen mit diesen Orgon-Kanonen. Und da, und jetzt möchte ich aber schon auf das jetzt zu sprechen kommen, bitte. Da, am 7. Juli fangt ihr dann mit diesen Orgon-Kanonen an. Und dann geht es ja ziemlich schnell, so da, dass also wirklich eben 4 Tage später da großflächig Regen ist. Und ja, es hat geregnet. Es ist nicht nur, es sind wirklich, man muss denken an mein 5-Element-System einfach, wo Schauberger reinkommt, wo Wilhelm Reich, das ist wie diese 5-Element-Prinzip, Feuer, Erde, Holz und so, wie die Inder in den Veden da auch erwähnen. Das heißt, eine kompensiert den anderen sozusagen und hält den anderen. Deshalb nenne ich die ganze Methode Feng Shui, weil Feng Shui ist auch oder eine Art sozusagen so einen geschlossenen Kreis zu erreichen, ne? Das heißt, nachdem ich die Bäume gemacht habe, nachdem ich gesehen habe, der Boden ist energetisiert, habe ich dann angefangen mit Wilhelm Reich. Dann habe ich angefangen, dann die Menschen da zu bringen, dann die Tiere. Und dann irgendwann mal ist der Kreislauf geschlossen. Und nach 5 Jahren, wir haben jetzt 5 Jahre vorbei, kann ich sagen, also ich habe einmal, muss ich auch erwähnen, den Cloudbuster für 1,5 Jahre abgestellt. Habe ich gar nicht benutzt. Und die letzte Zeit, vor einem Jahr, als ich da war so viel Dor, so viel Radioaktivität, dass die Wolken so schwarz waren, habe ich dann ein paar Operationen gemacht, was ich auch dokumentiert habe, und wo sofort wieder die Wolken da waren, der blaue Himmel, wie wir das kannten. Jetzt ist meine Frau da unten. Die hat gerade jemand interessant für die Gegend, der ist ein Historiker, der wirklich die Geschichte von der Gegend kennt, damit er uns berichtet, wie es war vor Jahren und wie es, was ist da alles zu beachten. Er war da auf dem Grundstück, der kam von Laguat, er hat sie dahin begleitet. Und was sagt er, nachdem er da angekommen ist und dann da und da gelaufen ist und so? Normalerweise, wenn man da läuft in der Wüste, man schwitzt, man kriegt keine Luft. Er hat gesagt, ich fühle mich so voll Energie. Was habt ihr hier gemacht? Man spürt das. Das ist nicht normal. Ja. Und das ist dank dieser Geräte, die da sind, diese Energetisierung und so. Überall ist heiß, aber da spürt man eine andere Energie.
Das kann auch Josef zum Beispiel, der da Zweimann war, er hat es auch mir bestätigt vor Ort. Er hat gesagt, du, wenn ich hier komme, ich habe das Gefühl, ich lade meine Batterien auf, ja. Und wie oft habt ihr jetzt eigentlich diese, wie großräumig ist jetzt eigentlich dieses Mikroklima, das ihr da geschaffen habt? Wie groß ist das Gebiet? Dieses Mikroklima, wenn man jetzt die Presse guckt, also das ist afrikaweit, wirklich afrikaweit. Es dehnt sich, das ist, man kann sich das so vorstellen. Das ist wie wenn ich jetzt eine Fläche Wasser habe und ich lasse einen Stein da reinfallen, ne? Und dann bilden sich Kreise. Und diese Kreise werden immer größer. Und wir haben wiederholt und dann wirklich bis Tunesien, bis Marokko, die haben alle profitiert und sogar ich war einmal da und die Spanier, die hatten auch komischerweise, wie der Zufall es will, die Geschichte, ich habe gelacht, als ich diesen Artikel gelesen hatte, war ich gerade in Algerien. Die Spanier wollen diesen Sommer Wasser kaufen per Schiffe aus Marseille. Und dann habe ich gesagt, na, ich bin da, ich werde mein Cloudwasser nochmal machen. Es hat geregnet und in Spanien auch und die haben das nicht gemacht, die haben davon profitiert. Ja gut, das ist natürlich jetzt schwer zu sagen, so großräumig, aber du sagst also jetzt, dass also wirklich ein sehr, sehr großes Gebiet, also wirklich hunderte Kilometer im Umkreis, zumindest davon auch profitiert hat. Und wie viele Operationen habt ihr da durchgeführt? Du, das kann ich jetzt nicht zählen. Ich habe da wirklich vom Bauch hier gearbeitet. Okay. Es gab Tage, ich habe jeden Tag so eine Stunde was gemacht. Größenordnungsmäßig, wie oft habt ihr das Ganze eingesetzt? Ja, wir haben ab und zu mal zum Beispiel Techniken, wo du da nachts das Gerät auch aufstellen kannst. Es geht jetzt nicht bei der Technik, die ich benutze, das muss man auch wissen, ja. Es geht nicht um den Cloudbuster. Den Cloudbuster, das war auch mein sozusagen Streben, ihn irgendwann mal, weil erstens, der zieht viele Leute, die neugierig sind und fragen immer, was ist das für ein Gerät? Da muss ich immer irgendwas erzählen. Da sage ich, ja, hier in dem Becken hier, weil das ist bekannt, habe ich auch bemerkt, viele Bauern, die da zu mir kamen und die haben gesagt, ja, wie machst du es mit deiner Bewässerung und so? Also, wieso? Was habt ihr für Probleme? Die sagen, ja, die Algen, die du im Becken hast, weil die Algen, das ist eine Plage da unten, da bilden sich die Algen, ne? Und bei mir, da ich diese Becken energetisiert habe, bilden sich kein Algen. Ne? Und dann sage ich, ja, seht ihr, das ist die Maschine. Die zieht einfach Sauerstoff und durch diese Röhren, da bilden sich ja keine Algen. Ja? Und dann, die lassen mich in Ruhe. Weil die haben ja wirklich in ihren Becken Algen ohne Ende und die können ja nicht bewässern. Das ist alles modrig, weil es fehlt an Sauerstoff. Ja. Und wie oft, also jetzt meine Frau ist ja da unten, die macht bestimmt ein paar Operationen und das muss man sehen, das muss man sehen. Wenn ich, es ist wie bei einem Patienten sozusagen, jemand kommt und sagt, ich bin schwach, ich fühle mich so und so, ja gut, dann machen wir mit dir eine Akupunktursitzung und sowas, die blockieren bei Energien. Wo tut es wer meistens? Da muss man auch wissen, ja. Und dann macht man das und er erholt sich. Und die Natur so, wenn wir sehen, sie erholt sich, dann machen wir weniger Operationen, dass der Sinn, was wir dann im Kopf haben, dass da irgendwann mal wirklich von allein alles funktioniert. Der Kreis ist geschlossen. Und deshalb will ich wirklich mehr Bäume pflanzen und noch mehrere Projekte wie meine, sozusagen 500 Kilometer so entfernt voneinander, noch so ein Projekt und noch so ein Projekt und quer durch Afrika von Marokko bis Saudi-Arabien so eine grüne Welle, wie ich das nenne einfach, zu schaffen. Vielleicht 12, 13, 15 Kilometer breit. Und das ist auch das, was mir am Herzen liegt, wenn diese Klimaflüchtlinge dann nach Europa, wo die denken, das ist das Eldorado, die kaufen sich dann die Bootsfahrten da sehr teuer, die Hälfte stirbt auf den Meeren da im Meer, die anderen, wenn die dann das gelobte Land da und erreichen, die werden dann von den Polizei und Gendarmerie so aufgefangen, in Lagern gebracht und die schicken sie wieder und die kommen zurück. Das ist ja Symptombehandlung, ja. Und das würde nie ein Ende nehmen. Aber diese Leute kann man sich folgendes Szenario vorstellen.
Die kommen da an, die sehen, aha, hier kann man sich aufhalten, erst einmal Kräfte sammeln und dann man kann arbeiten, man kann was lernen, man kann selber was erwerben, man kann Teil des Projekts werden und man kann das Wissen, das Know-how auch mit nach Hause gehen und zurück. Man hat ja alles, man braucht ja nicht nach Europa zu kommen, ne? Ein Hörer fragt da im Chat, wieso lässt er es nicht in einer Gegend regnen, in der es seit Jahren nicht mehr geregnet hat? Ja gut, diese Gegend, wo du das versucht hast, war das eine sehr trockene Gegend oder wie war denn das, bevor du 2005 begonnen hast? La Guat ist, musst du ihm sagen, ist das Tor zur Wüste. Das heißt, ab da fängt die Wüste an und das ist trocken, ja. Das ist trocken. Weil wenn ich jetzt richtig, was ich auch vorhabe, ich will tiefer in die Wüste gehen. Aber damals war ich noch nicht vorbereitet. Weil Wüste, ich bin ein Wüstenexpert. Also ich kenne wirklich Teneré, ich kenne Tschad, ich kenne diesen Tassili. Ich habe da viele Leute mitgenommen. Wir waren auf Entdeckungsreisen. Und wenn man die Wüste kennt wie ich, Wüste spielt nicht. Man darf nicht einen Fehler machen. Ich bin sogar so weit gegangen vor 2 Jahren, dass ich eine Methode gesucht habe, wie kann ich überleben in der Wüste, um noch tiefer zu gehen, um so ein Projekt zu starten. Dann kam ich auf Lichtnahrung. Dann habe ich diesen Prozess auf mich gemacht. Ich habe Lichtnahrung gemacht, und um zu wissen, ob das wirklich geht oder nicht. Dann habe ich 3 Monate Lichtnahrung. Ich habe nichts gegessen, ab und zu mal getrunken. Ich wäre weitergegangen, aber ich bin zum Problem geworden. Die Leute haben mich für verrückt gehalten. Es kann nicht sein, dass du nichts mehr isst und so, ja? Aber ich weiß, das funktioniert und das ist mein nächster Schritt. Später, wenn ich da unten bin, dank dieser neuen Methode Lichtnahrung, die ich vielleicht auch zu diesem Kreis 5 Elemente nehmen würde, bevor wir da was schaffen, was Grünes, was zu essen und sowas, oder wir sind die Vorboten, die das den anderen ermöglichen, die kein Lichtnahrung machen können, ja. Und jetzt kann ich sagen, also ich bin bereit, es fehlt nur vielleicht 1, 2, 3 Jahre oder sowas, dass man auch diesen Schritt machen kann. Und das wäre dann wirklich der Gipfel. Weil diese Methode muss man, wie er sagt, er hat recht, da machen, wo es nicht geregnet hat. Ich weiß von einer Operation der Namib-Wüste, dass Demio 1983 mit Bernd Senf, da habe ich den Film gesehen, wo er da war, es hat auch nicht 15 Jahre geregnet. Und als die das gemacht haben, das hat geregnet. Das war ein großes Ereignis, also. Sehr spannend, dass du im Zuge dieser Arbeit dann auch dich mit Lichtnahrung beschäftigt hast. Das finde ich wirklich äußerst faszinierend. Da gab es auch jetzt unlängst einen Film von einem Österreicher, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Ja, ich warte drauf, ich will ihn sehen. Und, ja, ich habe auch schon eigene Sendungen dazu gemacht. Vielleicht, ach so. Ja, sehr spannendes Thema, obwohl also ich keine praktischen Erfahrungen habe. Aber du hast also quasi diesen Übergang gemacht, sodass du in Zukunft quasi auf den anderen Modus schalten kannst, damit du dann in diesen totalen Trockengebieten überleben kannst. So, sehr faszinierend. Ja, okay. Muss ich, weil ich habe ein zweites Leben geschenkt. Verstehst du? Das heißt, wenn du das erlebt hast, durch diesen Unfall, was ich erlebt habe, diesen Begriff Angst hast du nicht mehr. Ja, okay. Ich muss jetzt erzählen, als ich das hatte, dieser Unfall, da kamen so Sachen auf mich, da kann ich nicht mehr vom Zufall reden. Also wenn man zum Beispiel Rupert Sheldrake nimmt, morphogenetische Felder oder dieses Belli-Theorem und sowas, das sagt, es kann nichts geschehen so zufällig oder so. Ich kam und ich wurde in Sachen hineingezogen, wo ich gedacht habe, ich muss verrückt. Damals als Informatiker hätte ich das nicht gemacht. Ich hätte gesagt, du spinnst, warum machst du das? Aber später diese andere Komponente, diese vielleicht Spalte, die sich geöffnet hat durch diesen Unfall da, wo ich dann leichtsinniger geworden bin. Ich habe mich auf ein Experiment gelassen, wo ich davor das nie getan hätte. Ich bin auf Feuer gelaufen. Okay. Feuerlauf. Ja. Ja, und dann habe ich mir gedacht, naja, jetzt musst du sagen, ob du Angst hast oder nicht. Ich war da eingeladen.
Wir haben dann 2 Tage, es war außerhalb von Berlin, ich kann mich ganz genau erinnern. Und dann dachte ich, naja, spinnst du jetzt, willst du das machen? Und dann diese Frau da, die hat uns so ein Wort, was wir wiederholen, hi, hi, we see, hi, hi, we see und sowas muss man wiederholen. Und dann wird man eins und dann hat sie gesagt, man muss dann um diesen Feuer da drehen, das war Glut. Waren ungefähr, glaube ich, 1,20 Meter breit auf 8 Meter oder 10 Meter. Und ich konnte nicht, 5 Meter davor hatte ich schon, es war mir zu heiß, ja. Und dann, wir haben dann einen Kreis, so wie die Indianer gebildet, und wir sind dann gelaufen und dann diese Mantra, hi, hi, wie siege. Und dann sie sagte, wenn einer von euch nicht aus Angst laufen kann, er soll nicht laufen. Es ist gefährlich, wenn er Angst hat und läuft. Allein, dass ihr hier seid, beweist, dass ihr mutig seid. Es reicht. Aber begebt euch nicht in die Gefahren und sowas. Ja? Und er sagt, jetzt kommt ein Moment, wo die Person, die vor euch oder hinter euch dann aus dem Kreis rauskommt und geht zu dem Feuer und wird da laufen. Ihr müsst den Kreis so behalten, nicht unterbrechen bitte. Das ist wie eine Kette. Jeder Glied ist wichtig. Und ich wollte irgendwie nicht oder so. Ich habe mir wirklich eine Frau, die habe ich vorher kennengelernt, da die Angst hatte, die hat gesagt, boah, ich glaube nicht, dass ich laufen kann. Und dann waren wir uns einig und als wir anfingen, dann diesen Kreis da zu bilden, war ich hinter ihr. Ich sagte, hinter dieser Frau kann mir nichts passieren. Und plötzlich, sie fing an, so komisch sich zu verhalten und sie steigt aus dem Kreis und die geht zum Feuer. Und sie holt tief Luft und so und dann die rennt durch das Feuer. Und ich war in zweiter Position. Ich war so schockiert. Ich wusste nicht, was ich mache. Ich war ja überwältigt, ja. Und dann die Frau da, die unsere, wie heißt das, Trainerin da, die hat gesagt, bitte, wenn ihr da vor dem Feuer seid, müsst ihr wirklich laufen. Und wenn ihr nicht könnt, stört nicht, weil jeder Glied ist wichtig. Jetzt muss, dann geht ihr raus und lasst der hinter euch. Es muss nicht hier eine Minute oder so, das ist zu viel. Okay, na, um das ein bisschen abzukürzen, also Mind over Matter, also du hast sehr viele Dinge offenbar danach ausprobiert, um dich einfach für diese Arbeit zu rüsten, aber wir haben jetzt leider nur mehr 10 Minuten, also, und ich möchte jetzt noch ein bisschen über die Möglichkeiten sprechen. Ja, die, gut, also, okay, ich wollte nur sagen, ja, was da passiert ist, ja, kurz. Ja. Okay. Ich konnte nicht rüber und ich dachte, ich wäre 10 Minuten da stehen geblieben, ne? Und dann irgendwie bin ich rübergegangen, das habe ich auch noch mal später getan. Und als ich auf der anderen Seite war, kamen Leute, ich dachte, die werden mich beschimpfen und sagen, naja, warum hast du zu lange gemacht und so, du hast ja diese Gruppe gefährdet. Dann sagte eine zu mir, du hast das schon gemacht. Da habe ich gesagt, wieso? Ja, du hast gar nicht gezögert, du bist sofort rüber. Und ich dachte, ich stande da wirklich eine Ewigkeit. Okay. Und da habe ich mir gedacht, da ist was, ja, was unser Verstand nicht kapieren kann. Ja, ich meine, wir sind so viel mehr fähig, als wir das glauben, in vielen Bereichen. Also ja. Sehr faszinierende Beispiele. Aber zurück jetzt zu dieser Wetterarbeit, so nenne ich es jetzt mal, Klimaarbeit. Ja, genau. so spannend diese anderen Sachen sind, aber da könnte man sich Stunden noch drüber plaudern. Kann man noch eine zweite Sendung machen? Das, ja, gern. Also, das heißt, okay, du kannst jetzt also ein Klima stabilisieren auch in Al-Hawita, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, ich fürchte nicht. Al-Hawita. Al-Hawita, ja. Dann dort ist also dieses Klima tatsächlich installiert worden. Und ihr müsst vielleicht noch ein bisschen korrigieren. Eine Frage, die sich dann mir stellt, ist, hat es denn auch eine Kehrseite? Ich meine, wenn es dann bei euch feuchter wird, wird es dafür woanders trockener? Nee, auf keinen Fall. Da gibt es ja sozusagen die Gesetze der Natur. Guck mal, wenn du neben mir stehst und ich atme schneller, wirst du dadurch weniger atmen? Na ja. Ja, ist ja, guck mal, betrachte einfach die Erde und die Milchstraße. Das ist das, was du siehst, wenn du in der Wüste bist. Du siehst diese Milchstraße so nah, so greifbar, die Sterne. Dann kommst du dir ein bisschen komisch vor im Kopf und du denkst, irgendwas verstehe ich nicht, warum ich hier bin. Irgendwas geht mir weg, verloren, ja.
Und dann diese kleine Korn in der Milchstraße ist wirklich ein Grain de Poussière, wie man sagt. Das ist so ein Sandkorn unserer Erde. Und die schwimmt in einer immense Energiefeld, was Tesla nennt Neutrinos einfach, ja. Und du kommst hier und du sagst, wenn ich hier auf diese Erde, auf diese Sandkorn, so in diese galaktische Dimensionen, ne, etwas wert fällen? Nein, überhaupt nicht. Okay, das heißt, dadurch, dass es jetzt in Al-Hayuta wärmer ist. Nicht nur in Al-Hayuta, hier in Algerien. Die Staudämme sind voll. Also, Wasserspiegel ist um 30 Meter gestiegen. Mhm. Und es gibt also da keine negativen Auswirkungen auf andere Landstriche, sagst du? Nee, überhaupt nicht. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, was du machst oder versuchst zu tun, ist quasi Blockaden, himmlische Blockaden, wenn man so will, aufzulösen, damit dieses ganze Spiel wieder funktioniert und sich dann einfach das Klima wieder auf ein, sagen wir mal, normale Werte einstimmt, in dem Sinn, dass also dort auch Vegetation und so weiter möglich ist. Ja, Stauungen. Also ja. Wenn man jetzt das verstehen will, muss man wirklich den Walter Russell jetzt zu Hilfe nehmen. Walter, ne? Russell, okay. Über Radioaktivität. Da gab es schon mal wirklich einen riesengroßen Wissenschaftler. Oder? Ja, da gab es auch schon mal eine Sendung zu diesem Mann übrigens, die ist auch im Archiv. Ja, und er erklärt das sehr gut, diese Blockaden, warum Radioaktivität, nicht CO2, unsere Wetter beeinflusst. CO2, wir brauchen mehr CO2, damit wir unsere Intelligenz entfalten, unsere Bäume und sowas. Diese Lüge, die sie jetzt hier verbreiten, CO2 zu viel, und das wären 0,03%. Wenn wir alle Autos auf einmal wirklich abschaffen würden und sowas, wird sich nichts ändern. Das ist ja nur ein Klimalüge. Aber das ist heute nicht Thema. Walter Russell und Wilhelm Reich, die haben gefunden, weil Wilhelm Reich hat ja durch sein Uranoexperiment das nachgewiesen einfach mit Radium und so. Er wollte die Halbwerte einfach abbauen oder verkürzen, indem er das mit Orgon in Verbindung bringt, dachte er. Aber er hat das Gegenteil erreicht. Dann kam diese Blockade, diese Uranoeffekt. Und das konnte man auch jedes Mal, wenn man, es gibt Leute, die sich dafür interessiert haben und die haben das gemessen und geguckt nach unterirdischen Atomexplosionen oder Experimente mit Atombomben oder in der Nähe von Atomkernkraftwerken. Das ist wirklich so. Es entstehen diese Blockaden, die Welten sterben, weil diese Orgonenergie, die fällt, wenn sie den Körper, das ist wie wenn wir leben, weil wir diese Energie, diese Lebensenergie in uns haben. Wenn sie entweicht, sind wir tot. Und wenn wir tot sind, dann wir bröseln. Wir bröseln die Steine und sowas, es entstehen Wüsten. Und wenn diese Orgonenergie wieder fließt, einfach, diese Deadly Orgon weg ist, was das Gerät schafft, dann entsteht wieder Leben. Weil ich gehe ein bisschen in die Chemie rein vielleicht, um das zu erklären. Wir haben zum Beispiel Wasser. Wasser ist ja überall vorhanden. Wasser ist in den Wolken einfach so durch diese Orgon gebündelt und alles und wird vom Wind getragen. Kommt in eine Gegend, wo kein Orgon ist, was macht er? Er bröselt. Das heißt, diese H2O, es entstehen einfach HHH, also Atome von Wasserstoff und dann Sauerstoff. Diese Sauerstoffatome in so einer Umgebung, in einer Deadly Orgon Umgebung, blockierte Umgebung, bilden O3. Die sammeln sich in O3. Und die anderen, die bleiben einfach so verteilt oder die gehen in anderen Höhen. Und wenn ich jetzt komme und arbeite mit dem Cloudbuster, was man merkt sofort, ist wirklich, die Luftfeuchtigkeit steigt, kann man messen. Und dann kommt ein Hauch kalter Wind. Und was passiert? Das heißt, diese O3 zerbröseln unter Orgon, die sind wieder frei, die können sich dann mit den Wasserstoffatomen verbinden. Und es entsteht wie Magie. Man kann sehen, wie die Wolken vor einem da im Himmel, so blauen Himmel, und die entstehen. Die Leute, die zucken, die sagen, es kann ja nicht sein. Fata Morgana oder sowas. Aber es ist wirklich so. Und Wilhelm Reich hat es erklärt. Und um das zu verstehen, man muss wirklich in diese Orgonphysik, was das ist. Und nicht nur Orgonphysik so oberflächlich, man muss wirklich Entstehung, Bione und, bis man da wirklich ein Gefühl dafür kriegt.
Ja, das ist ja eine eigene Wissenschaft, auch mit einer eigenen Sprache. Und das heißt, wenn ich es richtig verstehe, du ziehst mit dieser Technologie nicht Wasser von woanders ab, sondern du regst Prozesse an, sodass in der Atmosphäre dann diese Feuchtigkeit entsteht durch die Elemente, die da sind. Okay, absolut faszinierend, weil es jetzt im Chat öfter gekommen ist und weil es doch ein recht interessantes Thema ist, das mich immer wieder interessiert und jetzt auch eine Doku bald rauskommt Ende Oktober. Ja. Thema Chemtrails. Hast du dich damit jemals beschäftigt? Sagt dir der Begriff was? Ja, ja, viel habe ich mich damit beschäftigt. Ich kenne ja zum Beispiel... Und diese Lionel Richie, der in Südafrika da diese Chembus ausbaut, da muss man nur eins wissen. Also, das hat mit Cloudbuster nichts zu tun. Chemtrails, das sind so sozusagen, also es gibt Theorien, zähnliche Theorien. Es gibt zum Beispiel die letzte, die ich gehört habe. Wir erleben jetzt diese 2012 Nibiru und Marduk und was weiß ich, Riesenplanet, 12. Planet kommt auf die Erde. Und wenn er kommt, dann werden wir hier sozusagen, unsere Atmosphäre wird ein bisschen dann geschwächt und alles wird trocken und so. Dann versuchen Wissenschaftler oder die Regierung Chemtrails, damit wir diese Sonnenstrahlen, die dann intensiver und aggressiver werden, nicht abbekommen. Das ist das eine. Das andere, Verschwörungstheorie, ist Barium drin, da sind Chemikalien und sowas. Die lässt man abregnen und wir werden krank und dann viele Leute werden sterben. Ja. Was ist wahr dran, was ist nicht wahr, kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe eine Vermutung. Man kann durch diese Chembuster, das sind ja so Kegeln oder so in Eimer gegossene Harz mit Spänen einfach, das wirkt wie ein Orgonakkumulator. Das ist das Gegenteil vom Cloudbuster, das heißt, diese bündelte Energie unten wird dann hochgeschossen. Was bewirkt das? Es kann vielleicht die Chemtrails wie ein Radiergummi wegmachen, aber es macht auch die anderen Wolken weg. Ja, das heißt, es geschieht da oben etwas, wie bei ein blockierter radioaktiver Zustand. Ja, und diese Chemtrails, die kann man nicht abbauen. Das heißt, wenn die einmal gebaut sind, die wirken immer. Stell dir vor, du hast eine Freundin, die sitzt neben dir abends und du streichelst sie einmal, zweimal, es geht. Aber eine halbe Stunde streicheln, kriegst du eine gelatscht. Das ist zu viel. Verstehst du? So ist das auch mit der Natur. Man muss irgendwie einen Weg finden, ich habe nichts gegen diese Geräte, die abzubauen, wie beim Cloudbuster. Aber nicht, dass die da, ich weiß, da sind Tausende jetzt überall verteilt in Afrika, die stehen in Gärten und man vergisst die und die wirken und die arbeiten und so. Was sind das für Zustände? Das ist ja keine Wissenschaft, die dahinter steckt. Es steht eine Donkhoff dahinter, der da so eine Bauanleitung und der hat die Leute begeistert. Es gibt was, die Geschäfte damit machen. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren, als ich in El Hawita gearbeitet habe, jemand kennengelernt, sehr interessante Person, der hat eine Zeitschrift, ich glaube Leben oder so, irgendeine Depesche, Ken Depesche heißt das ja. Und er hat mir einen Artikel gegeben über Leute, Deutsche aus Bayern, die in Spanien waren und die haben mit diesen Chemtrails da, diese Chembusters gearbeitet. Und danach kam Regen. Dann habe ich ihm gesagt, wann waren die da? 2 Wochen bevor die da waren, hatte ich schon angefangen, da mein Cloudbuster in der Wüste zu machen. Und ich hatte Satellitenbilder gezeigt, die von mir gehend so Richtung da, wo diese Leute angeblich gearbeitet haben. Das heißt, das ist nicht wissenschaftlich. Ja? Es kommt nicht von denen. Gut, dass ich gearbeitet habe da unten. Aber die Leute machen das, die sehen und dann die sagen, aha, das war das. Das muss fundiert sein, das muss wirklich tief gehen. Das muss eine gewisse, wie sagt man, Verantwortung bei der Arbeit sein einfach. Wir sind nicht im Zirkus. Also das heißt, du sagst zwar, dass Chembuster durchaus auch funktionieren, aber die haben dann sehr wohl auch negative Auswirkungen auch und man muss einfach wissen, was man tut. Ja, man muss. Okay. Ich kann dir ein Beispiel erzählen von einem Freund von mir, der sowas gekauft hat für teures Geld. Und der hat einen Mac-Computer und da ich Informatiker bin, gehe ich ab und zu mal dahin und ich habe gesehen, dass er blass wurde und er hatte sogar Selbstmordgedanken gehabt. Ich sage,
Vetter, was machst du, was ist los mit dir? Er sagt, diese Hubschrauber da, diese schwarze Hubschrauber da, die machen mich fertig. Er sagt, was für Hubschrauber? Er sagt, die kommen ab und zu mal hier und sowas. Man hat ihm erzählt, jeder, der so ein Gerät aufstellt, das ist ja Verschwörungstheorie, da kommen diese Hubschrauber und dann orten das Gerät. Die wissen, dass er was macht gegen diese Chemtrails und sowas. Und die Leute sind stolz, die wollen das und was weiß ich. Ja, und dann habe ich mir das Gerät angeguckt, habe ich gesagt, bitte, wie lange hast du das hier? Oh, ich weiß nicht, 3-4 Monate. Ich habe die Atmosphäre dabei eben wirklich hoch erregt, wie bei Dor. Ich habe gesagt, tu mal bitte das im Garten. Er hat es im Garten getan, wurde ein bisschen besser, vielleicht 10%. Er konnte besser schlafen. Er hatte nicht diese Schweißausbrüche und war nicht nervös. Und er hatte alles. Er war wirklich, er hatte Geld, er hatte, war reich, aber es war was anderes. Dann habe ich das Gerät entsorgt bei ihm. Ich habe es jetzt woanders hin. Ich habe es richtig ausgebaut auseinander. Und seitdem fühlt er sich wohl. Also man muss ganz einfach vorsichtig sein mit diesen Dingen, vor allem auch, das war auch eine Frage im Chat, bei Dingen, die man natürlich im Internet bestellt. Wir haben jetzt noch 5 Minuten ungefähr und ich möchte jetzt noch ein bisschen auf den Ausblick zum Sprechen kommen. Ich meine, was ist das Potenzial dieser Technik und was sind deine Pläne für die Zukunft? Du hast schon ein bisschen das Sahara-Projekt angesprochen, aber kannst du da noch ein bisschen was erzählen? Wo glaubst du, geht die Reise da jetzt hin? Ja, das ist ganz einfach. Wenn man angefangen hat zu träumen, ja, dann werden irgendwann mal sogar die Träume in Farbe und dann diese Träume werden sozusagen wahr. Im Moment, ich ziehe viele Leute, das ist das Prinzip der Resonanz sozusagen, ne, die wirklich die Idee gut finden und die sehen, das ist nicht für mich, ich will mich nicht dadurch bereichern oder sowas. Ihr habt ja den Film im Alpenparlament gesehen, wo die Nomaden sich bei Allah bedanken und so, dass es reichlich war, dass die Trüffeln da waren und so. Für mich, das ist mehr als Geld, mehr als Reichtum sozusagen, sowas zu hören, dass man irgendwas gemacht hat. Man ist ja nicht umsonst auf dieser Erde gewesen. Wer wollen Sie so sauber hinterlassen für die zukünftigen Generationen? Oder wir versuchen etwas zu tun, weil bald gibt es keine Fische im Meer, wird überfischt, bald gibt es keine Bäume oder was weiß ich, aber es gibt vielleicht einen Weg durch die Wüste, in dem wir da versuchen wieder da Seen, so Wälder, wieder ein bisschen die Lunge, die dabei im Moment ist, kaputt zu gehen, der Erde wieder so woanders hinzuschaffen. Dass die Erde wenigstens mit dieser neuen Lunge dann weiter irgendwie so atmen kann und gesund bleiben kann, ja. Weil wenn man jetzt, sagen wir, Materialist ist und man denkt in Geld und so, Geld schafft immer Geld. Dann dieses Zinsproblem und es hat kein Ende. Irgendwann mal machen wir uns dann kaputt selber, ja. Deshalb diese Kriege, diese Armut, diese, ich sag einfach, ein Grundeinkommen für alle, dass die dann entscheiden können, weil da können die dann klar denken sozusagen, die Menschen. Und dann die können was Gutes tun, wenn sie was Gutes drin haben, einfach kein Druck. Und meine Vision ist, was soll ich sagen, das ist in Frieden zu leben. Und Frieden schafft man sozusagen, indem man es auch ermöglicht den Menschen das zu spüren, was Frieden ist. Frieden, wenn man gut gegessen hat. Frieden, wenn man nicht versklavt ist. Frieden, wenn man ernst genommen ist. Frieden, wenn man in Frieden leben kann, ja. Dann kommt man in einen friedlichen Zustand. Unser Prophet Mohammed also hat einmal eine Frage beantwortet, in der man ihn gefragt hat, oh Prophet, du redest vom Paradies, wie kann man, wer sind die Leute, die ins Paradies kommen würden? Was hat er geantwortet? Er hat gesagt, derjenige, der nicht jetzt das Paradies in seinem Herzen spürt, würde es nicht nach dem Tod erreichen oder erleben. Und ich finde, meine Vision ist den Leuten wirklich, das Paradies hier auf Erden zu schaffen, damit sie das spüren einfach und das verinnerlichen können einfach.
Ja, und ich denke ja mal, dieses Sahara-Projekt, das du da angedacht hast, wo also dieser Grüngürtel, der soll ja bis Saudi-Arabien gehen, das wäre sicherlich ein großer erster Schritt, glaube ich, wenn das wirklich gelingt, wenn der politische Wille da ist und das Geld und so weiter. Ja, wir sind am Ende unseres heutigen Gesprächs. Ich danke dir sehr herzlich dafür. Es war äußerst spannend. Ja. Einen schönen Gruß nach Berlin und ich hoffe, wir werden wieder mal über das Ganze sprechen, ja. Denn ich glaube, da gibt es sicher noch sehr viel zu sagen. Ich wollte nur einen Satz sagen. Diese Projekte für anderen Ländern, das ist wichtig auch zu erwähnen. Wir müssen dann bald aussteigen. Also, ja. Einen Satz noch. Ja, ja, diese Sachen da, die mache ich unentgeltlich einfach, ja. Und du bist natürlich auf Spenden angewiesen. Und die Spenden, die kommen, werden dann andere Projekte so zur Verfügung gestellt. Okay, das heißt, da findet man eher auf deiner Webseite. Ist sicher eine tolle Sache, wenn man das unterstützen möchte. Und ja, ich wünsche dir noch alles Gute für deine Arbeit. Freue mich schon auf zukünftige Updates. Und bedanke mich ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dein Projekt ein bisschen vorzustellen. Okay. Und einen schönen ganz guten wunderbar. Abend okay. Tschüss. Nach Berlin. Tschüss. Tschüss. Grün an der Wiese. Also, wenn das wirklich so funktioniert, und also das scheint zumindest sehr positive Ergebnisse schon gegeben zu haben, wie man auch an diesen Filmbeispielen sieht, dann ist das ein Projekt mit wirklich großem Potenzial. Und man kann natürlich jetzt in 70 Minuten das nur relativ rudimentär vorstellen, aber ich hoffe, man hat einen Eindruck gewonnen. Das nächste Mal Crop FM findet schon in einer Woche statt, nämlich am 15. Oktober. Und zwar geht's weiter, ich rufe sozusagen die grünen Wochen auf Crop FM aus, Terra Preta, Marco Hecke ist zu Gast und es geht um diese schwarze Erde, diese sehr humusreiche schwarze Erde, die es ermöglicht, auf Böden Dinge anzupflanzen, die vorher nichts anpflanzbar hatten und das Ganze ohne Chemie etc. auch wirklich sehr interessant. Und wenn man daran denkt, dass, ich weiß nicht, wie viele hunderte Millionen Menschen hungern, dann glaube ich, einer der wichtigsten Dinge überhaupt, derartige Projekte. Ja, ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in einer Woche, 15. Oktober 2010. Bis dahin, macht es gut. What you